Ich teile auch Ihre Meinung und wenn ich bei meinem Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam, các địa phương Việt Nam tổ chức một số sự kiện về Việt Nam trong những thời gian tới, có thể trong năm tới. Provinzen von Việt Nam, einige để cho không chỉ người Việt Nam là gắn bó đâu mà kể cả những người dân Đức bình thường cũng biết đến một Việt Nam, đến một cộng đồng Việt Nam tồn tại ở đây, là cái nếp văn hóa của người Việt. Veranstalten, damit die deutschen Freunde zu vorstellen. Der Herr Botschafter hat das sehr schnell gemacht. Ich meine den Botschaftstag, wo wir eine sehr schöne Veranstaltung hatten zur Vorstellung Vietnams, einschließlich des Essens der Suppe, was allen Leuten sehr gefallen hat. Oder den Wirtschaftstag, wo sehr viele Leute, die bisher mit der vietnamesischen Wirtschaft nicht so viel zu tun hatten, einen guten Überblick bekommen haben, den wir als im Hotel durchgeführt haben. Und ich möchte ganz besonders auch das Sommerfest loben. Das Sommerfest war eine ganz tolle Angelegenheit, die Botschaft auf diesem Weg zu unterstützen, so gut es für uns geht. Und wenn ich schon beim Loben bin, möchte ich auch noch einen Lob an die Gesellschaft in Hanoi sagen. Die Beziehungen haben sich unwahrscheinlich gut entwickelt über viele lange Jahre. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Frau Thay und die Freundin hier treffe. Er wird jetzt zum Herbstfest in Kindern.
im deutsch-vietnamesischen Kindergarten von unserem Bundespräsidenten im Kindergarten gewesen und am nächsten Tag vietnamesische Kinder, die da sind, dann ist das eine sehr berührende Sache und ein wunderschönes Beispiel für das Verständnis unserer Völker, was schon von den kleinen Kindern entfällt.